Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. Ist das nicht gerade ein wunderschönes Bild hier? Oh, toll. So, ja, wir machen jetzt mit dem Silverstar weiter. Es geht jetzt in den Horstschuhen. Ich habe extra nochmal On-Ride-Videos angeschaut. Es ist nicht so, dass der erst hier so ein bisschen enger zusammengeht. Es ist so, dass der direkt in eine nach rechts geneigte Kurve geht und aus einer rechts geneigten Kurve direkt in diesen Horstschuh, in die nach links geneigte Kurve. Und daran werden wir jetzt weiter basteln. Das heißt, es geht hier so in die Kurve. Geht dann aber. Oh Gott, nee. Ich darf nicht direkt das ganz krass drehen. Dann haben wir. Oh Gott. Oh Gott, meine armen Fahrgäste. So, wir müssen das jetzt langsam. Hier müssen wir schon wieder ausdrehen, langsam. Das ist nicht so gut, wie ich gehofft habe. Irgendwie. Hier hört es dann echt auf. Ich habe auch irgendwie das Gefühl. Warte mal, ich bin doch hier. Ich muss doch hier schon viel steiler wieder runter. Ich bin auch hier viel zu niedrig. Das Ding muss doch höher. Also ehrlich. Kadi, 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 kadi. So. Und jetzt leicht eindrehen. So, oh Gott. Jetzt links rum ausdrehen. Das ist doch hier schon wieder. Was mache ich denn hier? Was mache ich? Aha. Das ist aber wirklich. Ich habe mich das letzte Mal. War für mich auch schon der Horst das Schwierigste. Was wir bis dato gemacht hatten. Und. Das ist jetzt nicht großartig anders. Ich bin da überlegen, ach, ich muss das aber so machen. Ich will das ja realistisch machen und dann muss ich das auch so machen. Dann muss ich das auch so machen, dass der sich hier so dreht, wie er sich halt nun mal dreht. Da geht dann kein Weg dran vorbei. So, und jetzt aber ausdrehen. Eindrehen. Oh Gott, was mache ich hier? Was mache ich hier? Oh Gott. Oh Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, ich misshandle den armen Silverstar. Das ist doch nicht wahr. Was mache ich denn hier für einen Mist? Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Oh, oh Gott. Nein, das müssen wir nochmal. Oh, Schande. Das müssen wir nochmal rückgängig machen. Alter Falter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Junge, oh Junge, oh Junge. In die Richtung. Oh Gott, oh Gott. Was mache ich denn hier? Ich tue mich hier so schwer mit. Das ist Wahnsinn. Jetzt muss ich den hier ein bisschen wieder ausdrehen. Oh Gott. Was mache ich nur? Was mache ich mit der armen Achterbahn? Oh Gott, verzeiht mir. Verzeiht mir, verzeiht mir, verzeiht mir. Das ist doch nicht wahr. Ich krieg das hier gerade echt nicht ordentlich auf die Kette. Oh nein.
Ja, ihr Lieben, so sollte das nicht aussehen. Oh Gott. Ich weiß nicht, warum ich mich hier so schwer tue. Ich überlege, ob es vielleicht einfacher wäre, wenn ich doch diesen Schwung nach rechts einfach weglasse. Ob es da nicht deutlich leichter werden würde. Aber damit würde ich mir es eigentlich... damit würde ich bescheißen, ganz klar. Damit würde ich ganz eindeutig bescheißen, weil das nicht mehr der Original Silverstar wäre. Es ist ja gar nicht mal so miserabel. Nicht so, aber ziemlich. Oh Gott. Ich bräuchte irgendwie was, dass ich das automatisch parallel machen kann. Dass es hier genauso wieder runtergeht, wie es hier raufgegangen ist. Das wäre cool. Ich weiß auch nicht, ob der... Ja, doch, vom Höhenverhältnis könnte das schon so hinkommen. Ja. Das ist für mich auch gerade ganz, ganz schwer, irgendwie mich da reinzudenken. Dass ich das hier ordentlich baue, muss ich sagen. Das ist ganz, ganz schwer für mich. Muss ich wirklich sagen. Ich kann nicht mal sagen, wieso, weshalb, warum. Aber das ist absolut nicht leicht. Das ist absolut nicht leicht. Nee, das muss ich jetzt hier rausnehmen, weil ich will den ja wieder gerade parallel zurückführen. Und dann geht es ja hier schon wieder hoch. Dann geht es ja da schon wieder hoch. Wenn ich mir das jetzt hier so angucke, vergleichsweise zu dem anderen. Guck mal hier. Da sieht man mal, wie blöd ich das hier gemacht habe. Das ist halt überhaupt nicht mehr gerade jetzt. Das muss ich hier wirklich gucken. Ja, guck mal. Guck dir das mal an, wie schief ich das gebaut habe. Wenn ich einmal hier anfange, schief zu bauen. Schlimm. Schlimm mit mir. So. So. Bisschen kürzer das Ganze. Ne, warte mal. Ich muss hier, das muss kürzer. Das hier kann jetzt wieder ruhig länger, aber das muss ich da jetzt dann langsam wieder begradigen. Oh. Guck mal hier, wie schief ich das gebaut habe. Kann ich das nicht irgendwie packen und komplett ein bisschen zur Seite rücken? Nee, ne? Das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Doch, das geht tatsächlich. Aber ich... Jetzt muss ich das ja alles einzeln. Das kann doch nur schief gehen. Wenn ich das jetzt hier so zur Seite rücke, alles einzeln. Das kann nur schief gehen. Ich muss das echt von der anderen Seite bauen. Also ich muss das genau von hier hinten bauen, damit ich sehe... Wann ich wieder, wann ich das Parallele habe. Guck mal hier, der ist nämlich jetzt noch in dieser links. Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Eieieiei. Ja, ich habe immer noch so ein bisschen diese Bewegung nach rechts. Das will ich nicht. Ich möchte bitte das Ganze parallel bauen zu den Schienen vom Hinweg. Das heißt, ich muss nochmal weiter so. Ich muss noch weiter so. Das ist immer noch nicht wieder parallel. Immer noch nicht. Ich glaube, jetzt kommen wir langsam an dieses Niveau wieder ran.
Jetzt bin ich nur ein bisschen... Ja, jetzt guck mal, jetzt bin ich wieder zu weit. Oh, das ist zum Verrücktwerden. Das ist zum Verrücktwerden. Das kann ganz leicht passieren, wenn man das hier mal ohne dieses Angle-Snap-Dingens da bla gemacht hat. Da kann das ganz, ganz leicht passieren. Ich muss mal schauen. Ich lasse jetzt nochmal eine Testfahrt machen, denn wir sind schon wieder so ziemlich am Ende angelangt. Vielleicht habt ihr eine Idee oder einen Ratschlag, wie ich das hier gut wieder parallel bekommen kann. Das wäre echt super toll. Ich möchte jetzt hier den kompletten Horseshoe. Möchte ich nochmal smoothen. Und dann gucken wir doch mal. Gucken wir doch mal, was wir da rausbekommen. So. Dann würde ich mal sagen, Testfahrt ab. Wir hocken uns rein, beschleunigen hier nochmal die Liftfahrt. Die brauchen wir nicht in voller Länge. So. Und ab geht's. Yay! Ich hätte das hier, das Stück hier, das hätte ich vielleicht noch, hätte ich noch ein bisschen länger machen können, ist mir aufgefallen. Aber gut, whatever. Ein bisschen Verlust ist immer, wie ich immer so gerne sage. Da kommt ja der Dummy mit dem Kopf nach vorne geschlagen. So, jetzt der Horseshoe. Ist ein bisschen wackelig. Ist ein bisschen wackelig. Es ist aber okay bis dahin. Ich finde es okay. Den Horseshoe, den müssen wir noch irgendwie ein bisschen weicher hinbekommen. Das hier ist vom Tempo her, finde ich das gut. Aber bitte, bitte helft mir, dass wir es irgendwie wieder parallel zu dem Streckenstück bekommen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ansonsten macht es irgendwie die ganze Bahn kaputt, finde ich. Das heißt, wenn ihr mir da irgendwie helfen könnt, dann wäre ich super, super, super dankbar, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könntet. Ich verabschiede mich an dieser Stelle erstmal von euch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!